beim Reden kommen die Leute zusammen, ist ein Spruch, der sehr gut zu den bereits oftmals durchgeführten Wirtschaftsfrühstücke passt. Durch die langen Einschränkungen rund um Corona konnte nun erstmals wieder eines in Kindberg veranstaltet werden. Herr Siegfried Nerath, Initiator des Wirtschaftsfrühstücks, heute hier in Kindberg nach langer Zeit, wie ist das für Sie? Das ist ein tolles Erlebnis. Erstens ist es nicht nur den Leuten abgegangen, es ist auch mir abgegangen, dass wir keine Veranstaltung durchführen durften. Weil Sinn und Zweck des Wirtschaftsfrühstücks ist ja, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie eventuell Geschäfte machen können und sich auch gut unterhalten können. Das ist einmal ganz wichtig. Und jetzt kann man wirklich feststellen, digital ist super, aber analog darf man nicht vergessen dabei. Die Hybridfunktion der Kommunikation ist für mich grundsätzlich das Wesentliche. Ich glaube, ganz wichtig ist es wieder auch mal, dass man sich persönlich treffen kann, persönliche Dinge besprechen kann und auch wieder gemeinsame Initiativen finden kann. Ich glaube, das ist richtig. Man hat ja probiert, über die digitale Form, auch über die Videokonferenzen und dergleichen etwas zu machen. Nur was dabei fehlt, ist die komplette Emotionalität. Es sind auch die Gedanken nicht so frei, wie man es sonst im persönlichen Gespräch hat. Im digitalen Bereich wird es sehr technisch abgewickelt und daher lässt sich das auch nicht hundertprozentig verwirklichen. Vor allem im Videokonferenzbereich rein, fachlich sage ich ja, aber alles andere nein. Herr Bürgermeister Christian Sander, heute erstes Wirtschaftsfrühstück nach beinahe mehr wie einem Jahr. Wie ist es für Sie, Herr Bürgermeister, wieder face-to-face mit den Leuten sich zu treffen? Ja, die Menschen zu spüren ist das Schönste, was es gibt. Ich glaube, nicht nur für einen Bürgermeister, sondern wirklich auch die Nähe ist wichtig. Wir sind ja in Kindberg eine Familie, die Wirtschaft, die Gemeinde, Tourismus, das hält alles zusammen. Und da bin ich sehr stolz und das zeigt auch die vielen Teilnehmer beim ersten Wirtschaftsfrühstück. Ich sage mal, so am Anfang, Ende Pandemie. Herr Baumeister Besel, Sie sind ja der Boss der Firma Sterlinger hier in Kindberg. Wie geht es Ihnen beim Bauen? Wie schaut es mit den Terminen aus? Recht schönen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, wir sind mit Leib und Seele dabei mit dem Bauen. Die Termine sind, wie man eh in den Nachrichten gehört hat, durch Materialengpässe teilweise ein bisschen durchwachsen. Aber wenn wir sie bemühen und wenn wir alle ein bisschen zusammenhalten und wenn man nicht so viel Angst hat, dass man hortet Material, was viele große Firmen durch die Engpässe horten Material, dass sie keine Engpässe bekommen, dann werden wir, glaube ich, ganz gut über die Runden kommen. Herr Baumeister, wie wichtig ist Ihnen so ein persönliches Zusammentreffen hier bei einem Wirtschaftsfrühstück in Kindberg? Das persönliche Zusammentreffen war vorher schon immer wichtig und das wird jetzt da wieder wichtig werden, weil alles geht nicht im Homeoffice, alles geht nicht über einen Computer. Oft ist wichtig, dass man sie unter vier Augen oder mehr Augen trifft und einmal persönlich spricht. Wolfgang Leopold, Tourismushauptmann von Kindberg, aber auch in der Apotheke sehr beschäftigt. Was gibt es hier zu erzählen und wie geht es Ihnen dabei? Was zum Erzählen gibt, ist, dass die Testungen laufen nach wie vor weiter. Wir dürfen auch ab 1. Juli die Impfzertifikate ausstellen, laut Rücksprache mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Was sonst noch neu gibt, ist das, dass die Filialapotheke im Entstehen ist. Sie wächst jeden Tag ein Stückchen mehr. Mittlerweile ist schon die Heizung drinnen. Heizen könnte man schon. Ja, wie gesagt, wir sind mitten im Plan drinnen. Also wir werden mit 21. Oktober sicher fertig werden. Tourismusmäßig ist eh das Problem jetzt mit der Fusion. Das ist alles im Laufen. Wir werden sehen, wie das Ganze jetzt dann im Herbst dann weitergehen wird. Die neue Apotheke entsteht in Hadersdorf beim neuen Eurosparmarkt. Aber was mich beim Tourismus noch interessieren würde, sind Veranstaltungen geplant, bevor die ganze Änderung stattfinden wird? Es ist geplant, es ist noch nicht sicher, dass wir vielleicht die Suppenstraße über die Bühne bringen werden. Das ist aber noch nicht ganz fix. Das, wie gesagt, muss mit Bürgermeister und mit der Dr. Hödl noch abgesprochen werden. Aber da gibt es im August eine Entscheidung darüber, ob es dann im September stattfinden wird. Also es gibt schon einen Termin, der geplant ist? Es gibt einen Termin. Ich glaube, es ist der 19. September.
Was noch ist, das Alben Open Air von Hansi Pölzl, das ist am 8. August, das findet sicher statt. Herr Bürgermeister, Sie haben ja wirklich Interessantes erzählen können. Wie geht es jetzt in Kindberg weiter? Was sind besondere Pläne? Besondere Pläne gibt es, und zwar eine große Neuigkeit, was heute in der Pressekonferenz gibt. Bioenergie ist großes Thema, und zwar wird in Kindberg eine Fernwärme gebaut. Das ist eine Neuigkeit, die ich als stolzer Bürgermeister verkünden darf und auch kann. Und wir werden ganz durch Kindberg eine Fernwärme aufbauen und die öffentlichen Gebäude versorgen, natürlich Haushalte, und dann geht es in die privaten Haushalte hinein. Aber nicht nur das, bereits die Windkrafträder werden gebaut, 9 Windkrafträder, und wenn man sich vorstellt, diese 9 Windkrafträder, die dann nächstes Jahr schon in Betrieb gehen, die versorgen 25.000 Haushalte, also weit über unser Einzugsbereich des Eberg-Kindberg hinaus. Und das kann man Bürgermeister natürlich nur stolz machen. Man sieht, Sie sind sehr stolz, aber jetzt nochmal zurückkommend auf das Wirtschaftsfrühstück. Der Sinn des Wirtschaftsfrühstücks, was ist das? Der Sinn ist, dass man informiert, das habe ich heute getan, umfassend, was war in der Pandemiezeit und was entwickelt sich für die Zukunft, dass man am gleichen Wissensstand ist. Aber natürlich, und das ist einer der Hauptpunkte, dass man sich zusammensetzt, miteinander trotscht, sich vernetzt und untereinander Gedanken austauscht und vielleicht sogar Geschäfte macht. Und so gab es sicher den einen oder anderen gewinnbringenden Gedanken, aber vor allem die Geselligkeit und das Beisammensein war es, was so viele Gewerbetreibende zu dieser Veranstaltung lockte.